Willkommen zum dritten Teil der Step into Spring Challenge. Und zwar haben wir ja in der ersten Woche eine Step-Cardio-Stunde gemacht mit zwei Blöcken. In der zweiten Runde eine Easy-Step-Choreo-Stunde, auch mit zwei Blöcken. Und heute werden wir Folgendes machen. Wir werden einen Cardio-Block machen und einen Choreo-Block. Und dann haben wir alle sechs Blöcke zusammen, die wir nächste Woche dann richtig schön durchtrainieren können in dem Grand Finale. Ich hoffe, dass du natürlich schon die letzten zwei Videos fleißig durchtrainiert hast, denn jetzt kommt Block 5 und Block 6 dazu. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, vor allem auch auf die Mischung, denn ich glaube, es wird dann schon ein bisschen anstrengender, wie wenn wir nur Choreo machen. Ich bin gespannt, wie es klappen wird. Ich freue mich drauf, ich hoffe, du auch und bis gleich. Atme tief ein und aus, tief einatmen. Tipp Front auf den Stepper. Wie du siehst, habe ich den Stepper auf der niedrigsten Stufe. Wir haben ja heute ein Cardio-Teil und ein Choreo-Teil. Und für den Choreo-Teil habe ich den Stepper meistens auf der niedrigen Stufe, weil ich mich da einfach besser drauf konzentrieren kann. Du kannst aber natürlich, um es noch intensiver zu machen, den Stepper wieder auf die höhere Stufe. Nimm die Arme locker mit. Und wir starten schon mit dem Tap-Up. Let's go. Tap up. Hopp. So, ganzer Fuß auf den Step. Wie ich gerade schon gesagt habe, der erste Block ist ein Cardio-Block. Und der wird ein bisschen anstrengender mit nicht so viel Choreo-Einheiten. Und der zweite Block, sehr viel Arm und ein bisschen tänzerischer. Also freu dich drauf. Noch 4, 3, 2. Tipp mal auf den Boden. Tipp, Boden. Wir werden uns erstmal ein bisschen warm machen und du lernst schon ein paar Schritte, die wir nachher in der Choreo brauchen. Beziehungsweise eigentlich nur einen. Ein paar ist gut. Hüpp. Tick. Hüpp. Bleib dabei. Nimm mal die Arme mit. Öffnen. Noch 4, 3. 2 und nochmal, nur tap up, nur hoch und tief, hoch, tief. Ich komme natürlich wieder zu dir, sobald wir mit dem ersten Choreo-Block anfangen, beziehungsweise Block Nummer 1 ist Cardio. Bleib mal hier im Eck, nur bleiben, hopp, einfach nur hier hoch und tief kommen, hoch, tief, noch 4, 3, 2 und mal einen Seitenwechsel, auch hier nur hoch, tief. Bleib hier. Den Schritt, den merkst du dir schon für unseren Choreo-Block 2. Hopp. Noch einen, tap up und tap down. Tap up, ja, nochmal rechts und links. Hopp, tap. Nimm die Arme nochmal locker mit. Gib mir mal Single Knee, Knee und Knee. Knie richtig schön hoch, wir wollen uns ja warm machen. Unser erster Block besteht grundsätzlich nur aus zwei Schritten. Und das bedeutet meistens, es wird anstrengend. Hopp. Noch 4, 3, 2. Nimm mal immer den Arm mit Richtung Knie. Hoch, tief. Hoch, tief. Hopp, tief. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und tap up. Ich komme zu dir. Wir starten mit unserem ersten Cardio-Block. Und der erste Cardio-Block, da brauchen wir ganz viele Basics. Und wir starten in 4, 3, 2. Komm mal basic hoch. Rechts, links. Rechts, links. Immer auf und ab. Hopp, hopp. Wir verändern den sogar schon. Und zwar in Wee-Steps. Rechts, links.
hopp, hopp. Das geht ganz schön schnell, finde ich. Hoch, tief, hoch, tief. Wir verlangsamen mal die Zählzeit. Das heißt, du bleibst hier, stopp, oben, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch. Wunderbar. So, wir gehen mal leicht in die Kniebeuge. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief. Einer noch. Gib mir mal Repeater 3. 3 Knie. Und Tap Up. So, wir haben den Grundschritt schon kennengelernt. Und zwar haben wir den Squat auf dem Brett, den wir brauchen für später. Aber wir starten mal auf links locker. Basic, auf links. Hopp, hopp. Duck, duck. Hoch und tief. V-Step. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Geh auch hier schon leicht in die Knie. Und die Knie gehen richtig schön nach außen. Gut, mach mal langsam halbes Tempo. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Nochmal hoch, hoch, tief, tief. Und auch hier gehen wir in den Squat. Breiter Squat. Tief, tief und zurück. Tief, tief. Einer noch und dann gib mir nochmal Repeater 3. 3, 2, 1, Tap Up. So, jetzt legen wir schon los und zwar brauche ich von dir ein Squat. Langsam, komm tief. Tief, tief, rück, rück und nochmal tief, tief. Einer noch. Du kannst auch noch ein Stück tiefer gehen. Repeater 3. 3, 2, 1. Komm mal links. Tief. Also drei schöne Squats. Hopp, hopp. Und du denkst dir, das ist ja eher Kräftigung als Cardio. Drei Stück. Warte ab, warte ab. Nochmal. Tief, tief. Tief, tief. Nochmal. Und Repeater 3. Nochmal auf links. 3. Hopp, hopp. Tief, tief. So, wir erweitern jetzt. Repeater 3. Du bleibst mal bei den langsamen Squats. Komm tief. Tief, tief. Langsam. Tief, tief. Tief, tief. Repeater 3. Tap up. Tap up. Wir brauchen einen langsamen Squat. Und wenn du dann möchtest, kommst du mit in die schnellen. Und ich zähle an, wie viele, okay? 4, 3, ein langsamer Squat. Hopp, hopp. Und jetzt komm schnell hoch. Und zwar babam, tief. Babam, tief. Noch zwei und noch einer. Repeat. 3, 2, let's go. Einer langsam. Langsam. Und schnell 4 Stück. 4, 3, 2, einer noch. Repeater 3. Jetzt kommt Herzchen ins Pumpen. Linker Fuß. Tief, tief. Und los geht's schnell. Bam, bam. Tief. Ganz sanft. Man darf nichts von dir hören. Repeat. Nochmal. Rechts und links. Langsam. Schnell. 4 Stück. 4. Ganz weich landen. Wie eine Feder. Repeater 3. Oh, tap up. Tap up. Ich glaube, wir haben einen zu viel gemacht. Aber davon kommen wir nicht um. Tap up. So. Damit wir nicht schon gleich außer Puste sind, gib mir mal nun den Repeater. Und zwar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nochmal, Repeater 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, und wechsel. Hopp. Versuch jetzt mal richtig schön hoch und tief zu kommen. Let's go. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Letzter. Nochmal. Komm mal dazu. Unten, oben, unten, oben, unten. Nochmal. Oben, unten. Go. Oben, unten. Jetzt kann man sich merken, drei unten, nach dem dritten wechseln. Da müssen wir nicht so viel mitzählen. So, hopp. Let's go. Dieser unten tippt. Kennt ihr vielleicht auch schon von meinen Cardio-Kursen? Let's go, komm hoch. Hoch, tipp tief. Hoch, tipp tief. Hoch, tipp tief. Und je mehr wir jetzt natürlich den Oberkörper mit nach unten nehmen, desto anstrengender wird's. Nochmal, let's go. Hoch, tief. Hoch, tief. Tauch mit der Hand zum Brett. Nochmal. Hoch, tief. Wenn es dir zu viel ist, du kannst auch einfach nur bei Repeater 7 bleiben. Let's go. Hoch, tief. Nochmal. Jetzt geben wir mal Vollgas. Einmal Vollgas, rechts und links. Let's go. Hopp, tap. Hopp, tap. Und Seitenwechsel. Hopp. Und tap up. Gut, jetzt müssen wir nur noch unsere Squats mit unserer 7er zusammenbringen. Wir starten in 4, in 3. 4, 3, langsam Squat. Hopp, hopp und schnell los geht's. Zwei Stück. Hopp. Repeater 7. Tief. Tief. Hoch. Tief. Tap up. We step. Tief, tief und schnell. Babam. Tief. Babam. Repeater 7. Oben. Unten, oben, unten, oben. Nochmal. Squat. Schnell. Babam. Und Repeater 7. Oben, unten, oben. Komm ab in den Squat. Komm tief, tief. Schnell. Babam. Repeater 7. Kleine Änderung machen wir noch. Und zwar nehmen wir den Repeater 7 nicht mehr ins Eck. We step, tief, squat. Und schnell. Babam. Komm mal gerade. Knie oben, unten, oben, unten. Und squat. Tief, tief. Und schnell. Babam. Babam. Und Repeater. Knie. Letztes Mal rechts und links. Tief, tief, rück. Schnell. Babam. Babam. Und komm hoch. Hopp. Tief. Letztes Mal auf links. Langsam, langsam. Und schnell. Babam. Repeater 7. 4, 3, tap up. Puh, Hilfe. Da war ich voll drin. Tap up. Gut, trink ein Schlückchen. Mach eine kurze Pause. Das war unser Cardio-Block. Und das war Teil 5, beziehungsweise Block 5, unsere März-Challenge. Puh, bin mal echt gespannt, wie ich das nächste Woche überleben soll. Erstens konditionell und zweitens natürlich vom Kopf her. Wir starten mit unserem ersten Block Choreo und heute unserem einzigen. Das wird jetzt ein bisschen smoother.
Jetzt müssen wir nur ein bisschen mehr den Kopf anstrengen. Noch 4, 3. Gib mir mal 2 Basic. Los geht's. Basic. Und tap up. Nochmal, 2 Basic. Wir haben vorhin schon geübt. Bleib mal tap hier im Eck. Tap, bleib hier. 2 Basic. Hoch. Tap, bleib im Eck. Hopp. Hopp. 2 Basic. Rechts, links. Rechts, links. Bleib im Eck. Hoch, tief. Hoch, tief. Nochmal. Hoch, tief. Bisschen zum Runterkommen. Und oben, unten. Basic. Kleinigkeit hat sich verändert. Eine oben, einer oben, tap, einer unten, tap. Basic. Einer oben, tap und unten, tap. Basic. Oben, hopp, huh. Und basic. Wie du siehst, du kannst die Arme schön mitnehmen hier. Hoch, tief und bisschen tänzerisch. Basic. Und oben tap, unten tap. Komm nochmal hoch. Hoch, tipp, tipp. Und oben tap, unten tipp. Nochmal, komm hoch. Hoch, tipp, tipp. Hier, bleib. Tap up. Rechts, links. Rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Nochmal, basic. Achtung. Hopp, hopp. Tipp, tipp. Auch hier. Oben und unten. Tap up. 4, 3. Auch der Basic wird verändert. Und zwar in Tipp vor. Du kommst hoch, du tippst vorne, rechts und links. Dann bleibst du oben und unten. Und tap up. Die Tap-Ups reingebaut für meinen Kopf. So, los geht's. Hoch, tauch tief ab. Und hier. Oben und unten. Tap up. Eine Runde noch ohne Veränderung auf links. 4, 3, 2, komm hoch. Hoch, tipp, tipp. Oben tipp, unten tipp. Tap up. So, nächste Runde bauen wir was rein und zwar 2 Push, 1 Push. So rum. Los geht's. Hopp, hopp, tap, tap. Oben. Und unten. 2 Push, 1 Push. Tap up. Komm hoch. Hoch, tipp, tipp. Oben tipp, unten tipp. 2 Push. Push, push und einer. Push, tap up. Los geht's. Komm hoch. Hoch, tipp, tipp. Das kannst du auch verschieden energetisch 2 ausführen. Ich zeig's dir mal mit richtig viel Energie und ein bisschen Push. Komm hoch. Hoch, push, push. Oder eben ein bisschen easy 2. Einer. Tap up. So. Komm nochmal hoch. Oder eben so. Huh. Huh. Geht auch. Und 2, einer. Tap up. Die 2 Pushes werden zum Tango. Let's go. Hoch, push, push. Bleib hier. Oben und unten. Tango. Und push. Tap up. Das war's schon. Quasi. Let's go. Kommt kein neuer Schritt mehr. Bleib oben. Hopp und unten, Tango, Push, Tap up, können wir schon gleich weitermachen, oder? Komm hoch, hoch, Tipp, Tipp, bleib oben, unten, Tango, ein Push, nochmal 2 Push, ein Push, Basic, let's go, hoch, Tipp, Tipp. Tipp, Tango. Das ist unser Tipp
Tango. Nochmal zwei. Einer. Basic Tap. Hop, hop, tap, tap. Unser Tango-Tap-Block. Tango. Und Push. Und nochmal Tango. Und Basic Tap. Go. Hop, hop, tap. Bleib oben. Unten. Tango. Und Push. Und nochmal Tango. Der zweite Tango, wenn du möchtest. Basic hoch. Kommt auf den Boden. Und hoch. Hoch. Tipp unten. Tango. Und Push. Wenn du möchtest, komm auf den Boden. Und Push. Basic. So, sehr schön. Komm hoch. Jetzt haben wir alles. Das ist unser Choreoblock. Tango und Push und Tango und Push. Basic, Tap. Komm hoch, hoch, Tipp, Tango, einer, nochmal Tango. Letztes Mal, komm hoch, Block 2, Choreo, oben, hopp. Und tack, tack. Und nochmal links. Hoch. Tipp, tipp. Tief. Tango. Einer. Nochmal. Und einer. Tap ab. Wir haben jetzt unseren Cardio-Block und unseren Choreo-Block. Und wir werden beides nochmal zusammen machen. Huhu. Also, Squat. Und Repeater 7 mit Basic Tap Tango Teil. So, ich komme wieder zu dir. Wir starten natürlich mit unserem Cardio Block mit Block 1. 4, 3, los geht's. Langsam Squat. Tief, tief und schnell. Zwei Stück. Bam. Und komm hoch. Hoch, tief, tief. Und Squat, nochmal. Tief, tief und schnell. Los geht's. Bam, bam, bam. Los geht's. Knie, push tief, knie, push tief. Nochmal. Let's go. Tief, tief and go. Tak, tak. Tak, tak. Komm hoch. Tief. Vier, drei, zwei und we step. Hop, hop. Schnell. Bam, bam. Und go. Knie. Hip. Zack. Rück. Und Achtung, Basic Tap. Block Nummer 2. Hop, hop. Tipp. Bleib oben. Und unten. Tango. Ein Push. Tango Boden. Und ein Push. Nochmal, Basic Tap. Push nach oben. Tango. Und einer. Nochmal. Nochmal, Block Nummer 1. Tief. Und schnell. Bam, bam. Bam, bam. Komm hoch. Knie. Tief. Vier. Drei. Zwei. Squat. Hop, hop. Schnell. Bam, bam. Tak, tak. Und repeat. Tief. Block Nummer 2. Basic Tap. Basic Tap. Push, push und push. Tango. Der Schritt durfte nicht fehlen. Tango. Und nochmal. Basic Tap. Oben. Unten. Tango. Push. Und Tango. Und Push. Nochmal Nummer 1. Tief. Tief. Schnell. Bam, bam. Komm hoch. Hopp. Tipp. Letzter Durchgang. Jetzt darfst du alles geben.
Nochmal. Tief. Tief. Schnell. Tak, tak. Knie. Knie. Tief. Vier. Drei. Komm hoch. Tap. Hoch. Tipp. Oben. Hüpf. Und tief. Tango. Eine. Und Tango. Letztes Mal auf links. Pop, pop, tief, tief. Oben. Puh. Tango. Eine. Und Tango. Und push. Tap up. Du hast es geschafft. Schüttel alles aus, mach dich locker. Und marschier am Platz auf rechts. Wir machen ein kurzes Cooldown. Jetzt haben wir Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Und jetzt haben wir alle 6 Blöcke zusammen für nächste Woche. Ich hoffe, du bist nächste Woche dabei. Atme mal tief ein und aus. Einatmen und aus. Stürme dich mal mit dem rechten Fuß auf den Stepper. Der Popo kommt ein bisschen nach hinten. Leichtes, angewinkeltes Knie. Rücken schön gerade. Hol das Bein wieder zurück, tipp mal front. Links und rechts. Locker ausgerüben. Also ich frage mich echt schon, wie ich das schaffe mit 6 Blöcken. Aber das kriegen wir hin. Unsere März-Challenge. Step into Spring. Tick. Noch 4. 3, 2, stell deinen linken Fuß auf den Stepper, Ferse auf den Step, Popo nach hinten, schau, dass du eine schöne Dehnung hinten in die Oberschenkelrückseite reinbringst. Wunderbar, marschier nochmal auf rechts, ganz locker, marschier. So, nimm die Arme wieder locker, rechts und links. Die letzten. 4, 3, 2. Tipp mal rechts und links. Tipp. Nimm die Arme mit. Ich möchte nur, dass deine Herzfrequenz sich wieder normalisiert, bevor du jetzt gleich ab unter die Dusche springst. Hopp. Die letzten. 4, 3, 2 und der letzte. Nimm mal die Hände in den Rücken. Schieb die Hüfte vor. Kinn auf die Brust. Komm mal hier langsam tief auf die Oberschenkel und mach den Rücken rund. Und leichtes Hohlkreuz. Rücken rund und Hohlkreuz. Nochmal rund und Hohlkreuz. Einer noch. Und dann roll dich langsam auf. Mach dich lang. Und jetzt schüttel alles durch, mach dich locker. Ich danke dir fürs Mitmachen. Heute ist bei mir super, super Sonnenschein und es passt ja zur Challenge, zur März-Challenge. Und ich hoffe, du bist nächste Woche dabei. Ich würde mich megamäßig freuen. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank auch für deine Unterstützung, wenn du schon fleißig gespendet hast und wenn du mich auch kostenlos abonniert hast. Wenn du mich abonnierst, dann kriegst du natürlich immer eine Nachricht, wenn ich neue Videos online stelle. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch immer dienstags und freitags. Aber du wirst mich definitiv auch unterstützen, weil mit jedem Abo wächst meine Community natürlich und das freut mich megamäßig. Ich danke dir fürs Mitmachen und bis zum nächsten Training. Tschüssi!